Schützenfest auf dem Lande. Die Getreideernte ist unter Dach und Fach, bis zur Rübenernte ist es nicht mehr weit. In unserem Werk Breustedt werden mit Hochdruck die neuen Einmann-Bunkerköpfroder von qualifizierten Fachkräften an modernsten Maschinen produziert. Vom Rohmaterial bis zum Fertigteil ist es ein weiter Weg. Ein weiter Weg war es auch vom ersten Stoll-Rübenroder vor mehr als 15 Jahren bis zur perfekten Einmann-Rübenernte heute. Reiche Erfahrungen sammelten Konstruktion, Fertigung und Praxis in dieser Zeit. Die grün-roten Stollmaschinen sind auf allen Rübenfeldern Deutschlands und Europas zu finden. Wir zeigen Ihnen nun unsere Rübenroder im praktischen Einsatz. Bei dem Stoll-Einmann-Bunkerköpfroder übersieht der Schlepperfahrer alle wichtigen Aggregate der Maschine. Die Blattablage ist natürlich vollautomatisch. Um sie braucht der Schlepperfahrer sich nicht zu kümmern. Einen völlig neuen Weg in der Blattbergung beschreiten wir durch die Verwendung des neuen Stoll-Zwei-Stufen-Blattwurfgebläses. Das Rübenblatt kann mit dem Wurfgebläse in der ersten Stufe in den Sammelbehälter befördert und in lagerungsfähigen Querschwaden wie normales Blatt abgelegt werden. Weniger und größere Querschwaden rationalisieren die Blattbergung. Durch einfaches Umlegen des Antriebskeilriemens arbeitet das Blattwurfgebläse in der zweiten Stufe mit hoher Drehzahl und befördert das Blatt auf einen nebenher fahrenden Wagen. Das vom Gebläse stark gerissene Blatt gelangt sauber, ohne Bodenberührung, silierfertig in das Silo. Das Blattvolumen wird dabei auf ein Drittel reduziert, die Wagenkapazität mehr als doppelt genutzt. In viellosen Betrieben wird das Blatt zerkleinert auf dem Boden verteilt. Rübenernte ist in erster Linie ein Transportproblem. Bei dieser Lösung mit dem Unimog räumt ein Mann in einem Arbeitsgang Rüben und Blatt vom Feld. Und noch eine Einsatzmöglichkeit des neuen Stoll-Blattwurfgebläses. Moderne Köpfroder von Stoll mit dem Blattwurfgebläse fahren in den vollen Rübenbestand und roden Gassen ohne jegliche Handarbeit. Die Weiträumigkeit der Maschinen gestattet eine ungehinderte, schonende Abförderung der Rüben. Ideal gleichmäßig und gut ist die Befüllung des Bunkers bei allen Stoll-Einmann-Bunkerköpfrodern C25, C35 und C45. Schwach geköpfte und sauber geputzte Rüben erbringen erheblichen Mehrgewinn. Die Original-Stoll-Putzschleuder mit doppeltem Putzstern sorgt dafür, dass die Reihe sauber geputzt und die Rüben ohne Grünanteile dem Bunker zugeführt werden. Der Unimog-Rübenroder Stoll CU ist ebenfalls eine echte Einmannmaschine der C-Typenreihe. Bedienung der Maschine erfolgt auch hier vom Fahrersitz aus. Für einen Schlepper mit Aufbaubunker wird bei der gleichen Maschine lediglich das Rübenförderband verlängert. Stoll-Rübenroder gehen durch dick und dünn. Sie arbeiten im Süden auf den Feldern Spaniens oder im hohen Norden auf den Feldern Finnlands und zu Tausenden dort, wo in aller Welt Zuckerrüben angebaut werden. Nutzen auch Sie unsere großen Erfahrungen in Ihrem modernen Betrieb. Musik
Sie sahen heute einen Filmbericht aus Ihrer Landmaschinenfabrik Stoll in Breustedt.